Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 38. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin. Ich darf Sie begrüßen. Ich begrüße ebenfalls unsere Gäste, Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sehr herzlich. Zu Beginn habe ich Geschäftliches mitzuteilen. Der Antrag der AfD-Fraktion, Drucksache 18-1658, Respekt und Disziplin statt Gewalt und Mobbing, Teil 1, strukturiertes Konfliktmanagement in den Schulen einführen, wurde von der antragstellenden Fraktion zurückgezogen. Am Montag sind folgende 6 Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde eingegangen. Antrag der Fraktion der SPD und gleichlautende Anträge der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke zum Thema Internationaler Frauentag und gute Tarifabschlüsse für Berlin, Stärkung von Gleichstellung, Pflege- und Erziehungsberufen. Antrag der CDU zum Thema Olympia 2036 in Berlin. Rot-Rot-Grün verzettelt sich im unsportlichen Dreikampf und ist nicht medaillentauglich. Und der Antrag der AfD-Fraktion zum Thema Vollbremsung für das Auto in Berlin, rot-rot-grüne Verkehrspolitik auf gefährlichem Kollisionskurs mit der Realität. Und abschließend der Antrag der Fraktion der FDP zum Thema ein kleiner Pieks mit Verantwortung, weil Impfen wichtig ist. Die Fraktionen haben sich auf das Thema der Fraktion Die Linke verständigt. Somit werde ich dieses Thema gleich in der Aktuellen Stunde unter Tagesordnungspunkt 1 aufrufen. Die anderen Anträge auf Durchführung der Aktuellen Stunde haben damit ihre Erledigung gefunden. So, dann verweise ich auf die Ihnen vorliegende Dringlichkeitsliste. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, die dort verzeichneten Vorgänge als Tagesordnungspunkte 7a, 18 und 18a in der heutigen Sitzung zu behandeln. Ich gehe davon aus, dass den zuvor genannten Vorgängen die dringliche Behandlung zugebilligt wird. Widerspruch höre ich nicht, dann sind die Ergänzungen der Tagesordnung einvernehmlich so beschlossen. Auf die Ihnen vorliegende Konsensliste darf ich ebenfalls hinweisen. Die Fraktionen haben sich einvernehmlich verständigt, die laufende Nummer 10 von der Konsensliste zu streichen und zu dem in der Tagesordnung vorgesehenen Zeitpunkt zu behandeln. Dazu höre ich keinen Widerspruch, dann darf ich feststellen, dass zu der Konsensliste im Übrigen Einvernehmen besteht. Weiter kann ich Ihnen mitteilen, dass Herr Senator Dr. Lederer wegen Krankheit entschuldigt ist. Diese Meldung haben wir heute Morgen kurzfristig bekommen. Wir wünschen gute Besserung. Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 1. Internationale Aktuelle Stunde, Internationaler Frauentag und gute Tarifabschlüsse für Berlin, Stärkung von Gleichstellung, Pflege- und Erziehungsberufen. Auf Antrag der Fraktion Die Linke. Für die Besprechung der Aktuellen Stunde steht den Fraktionen jeweils eine Redezeit von bis zu 10 Minuten zur Verfügung, die auf 2 Redebeiträge aufgeteilt werden kann. Die Fraktionen haben sich auf 2 Rederunden verständigt, da das Thema 2 Aspekte, nämlich den Internationalen Frauentag und die Tarifabschlüsse, hat. In der ersten Runde beginnt die antragstellende Fraktion Die Linke, und zwar mit der Kollegin Ines Schmidt. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Gäste. Wir haben ein Problem. Ich bitte jetzt, trotz wieder Ruhe einkehren zu lassen. Trotz der Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren und somit der Durchsetzung der Demokratie liegt die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern noch in weiter Ferne. Immer noch klafft bei den Gehältern zwischen den Geschlechtern in Deutschland eine tiefe Lücke, aktuell 21%. Immer noch leisten Frauen täglich 52% mehr unbezahlte Erziehung und Pflegearbeit als Männer. Immer noch bekommen Frauen heutzutage gerade mal halb so viel Rente wie Frauen. Vor allem ältere Frauen sowie Alleinerziehende, die zu 90% weiblich sind, sind besonders stark von Armut betroffen. Diese Ungerechtigkeit muss beendet werden.
Und dafür sind wir hier verantwortlich im Abgeordnetenhaus. Wir müssen dafür sorgen, dass Frauen und Männer zu gleichen Teilen die Politik gestalten. Das Geschlecht der Abgeordneten spielt bei der Themensetzung und Entscheidungsfindung im Parlament eine wesentliche Rolle. Sozialisation und Lebenserfahrung von männlichen und weiblichen Abgeordneten unterscheiden sich und beeinflussen ihre politischen Perspektiven, Interessen und Prioritäten und spiegeln den Querschnitt der Bevölkerung wider. Was wir jetzt haben, ist wahrlich nicht die Hälfte der Bevölkerung. Auch wenn Frauen formal im Bereich der politischen Partizipation die gleichen Rechte besitzen, haben sie dennoch nicht die gleichen realen Möglichkeiten, diese im vollen Umfang in Anspruch zu nehmen. Insbesondere Frauen mit geringem Einkommen und hoher Sorgeverantwortung für andere Menschen haben kaum die Möglichkeit, ihr passives Wahlrecht wahrzunehmen. Es sind Alleinerziehende, pflegende Angehörige, Frauen aus dem Niedriglohnsektor, keine Zwischenfrage, Frauen mit Rassismuserfahrung und viele andere marginalisierte Frauen, die am wenigsten am Politikbetrieb partizipieren und deren Sichtweise im Parlament und in der Regierung fehlen. Darum brauchen wir im Parlament, in der Wirtschaft und in allen Gremien Frauen, die auch alle Themen der Frauen repräsentieren. Also brauchen wir völlig plausibel das Paritätsgesetz. Frau Kollegin, ich darf Sie fragen, ob Sie Zwischenfragen zulassen? Nicht der Fall. Also grundsätzlich nicht? Grundsätzlich. Gut, danke. Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus meiner langjährigen Praxis als Gesamtfrauenvertreterin in den Berliner Verkehrsbetrieben erzählen. Wir haben in der BVG uns immer gewundert, dass dort keine Frauen ankommen, haben dann bei einem Termin mit der Agentur für Arbeit festgestellt, dass in dem Anforderungsprofil drin ist, dass ein technischer Hintergrund vorhanden sein muss. Das heißt, die Verkäuferin, die Krankenschwester, die Friseurin, die Anwaltshilfen hatten überhaupt keine Chance, als Fahrerin in der BVG anzukommen. Das änderten wir ab und nicht nur das. Wir legten ein Projekt für Langzeitarbeitslose und alleinerziehende Frauen in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit auf. Diese Zusammenarbeit war beispielgebend für die ganze Zukunft. Die Agentur übernahm die ganzen Voruntersuchungen, polizeiliches Führungszeugnis, Gesundheitscheck, Stressgutachten und in der BVG wurden die Frauen zu Fahrerinnen ausgebildet. Es ging nicht ohne Komplikationen. Die Anfangszeiten der Fahrschule wurden verändert, zwei neue Kita-Plätze mussten besorgt werden und natürlich mussten die Frauen sich mit diesen tollen Sprüchen auseinandersetzen wie »Mensch, Mutti, jeder nach Hause, kümmere dich um deine Hören« oder »Wie hast heute verpennt, weil dein Kind nicht wollte? Liegt wohl eher daran, weil du schon 2 Jahre arbeitslos bist und nie aufstehen musstest.« Es war für die Frauen nicht einfach, sie wurden belächelt und teils auch offen angefeindet. Aber der Tag kam und sie waren fertig, ausgebildete Fahrerin. Eine Frau mit türkischem Hintergrund erzählte mir, »Frau Schmidt, Sie feiern ja immer als deutsche Familie mit der Nachbarin, eventuell mit der Tochter und eventuell sind noch die Eltern da, Geburtstag. Wenn wir feiern, sind da 50, 60 Leute da. Und wir haben Geburtstag gefeiert zusammen. Und dann habe ich erzählt, dass ich jetzt einen 26-Tonner mit 270 PS unter der Haube fahre. Und dabei sind ihr die Tränen gekommen. Da habe ich erst festgestellt, wir haben der Frau ja keinen Job gegeben. Wir haben ihr einfach ein ganzes Stück Lebensqualität zurückgeschenkt. Und das haben die Frauen erreicht. Die Frauen haben dafür gesorgt, dass die Fahrerinnen in der BVG ankommen. Noch ein Beispiel aus der BSA. Die erste Frau, die für Entsetzen sorgte, war Vera Gede Butzlaff, seinerzeit Vorstandsvorsitzende der BSA. Die hat gesagt, wir brauchen 120 Straßenkehrer. Und von den 120 Straßenkehrer werden die ersten 60 Plätze mit Frauen besetzt. Ihr könnt euch vorstellen, was sich in diesem Unternehmen abgespielt hat und auch in der Politik. Eigentlich ist sie fast zur Adoption freigegeben worden.
Sie hat es verändert. Sie hat die 2-Meter-Besen, hat es auf 1-Meter-Besen gekürzt. Die schweren Schubkarren wurden zu Aluschubkarren. Und zum Schluss haben 80 Frauen angefangen und 40 Männer. Also das heißt, danach haben die Männer auch noch davon partizipiert, dass die Frauen in diesem Job angefangen haben. Im letzten Jahr wurde das erste Mal in der Geschichte und das nach gehörigem Widerstand durch Männer die ersten 17 Müllwerkerinnen eingestellt. Ihr wisst, Müllwerkerinnen, die Mülltonnenschubser. Begründung dagegen, es ist körperlich zu schwer und die Anatomie der Frauen gibt es einfach nicht her, so schwere körperliche Arbeit zu machen. Ich möchte einfach mal daran erinnern, wir hatten den 8. Mai 1945. Die jungen Männer, die alten Männer sind im Volkssturm teilweise getötet, teilweise verletzt worden. Die anderen Männer waren in Kriegsgefangenschaft. Dass innerhalb der ersten 8 Tage die erste Straßenbahn draußen auf der Straße war in Berlin, das haben wir Frauen zu verdanken. Wir haben Frauen zu verdanken. Ja, Frauen hatte man zu verdanken, dass man in diesen zerbombten Städten die ersten Steine geklopft wurden und dass die ersten Leute dort wohnen konnten. Das hatten wir Frauen zu verdanken. Und zu der Zeit hat niemand interessiert, ob es die Anatomie der Frau überhaupt hergibt. Ich will Ihnen damit aufzeigen, dass wir viel mehr für Frauen machen müssen und aufhören müssen, sie zu unterschätzen. Unterschätzt hat man auch die Streikkraft der vor allem weiblichen Berliner Pflegekräfte, Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen und Lehrerinnen. Das erste Mal in der Geschichte in Berlin gab es so einen Solidaritätsakt von den Eltern, die mit auf der Straße waren und das 3 Tage lang. Eine wesentliche Besonderheit des Tarifvertrags ist, dass viele Berufsgruppen künftig höher eingestuft werden und damit unabhängig von der Gehaltserhöhung deutlich besser bezahlt werden. Das gilt in Berlin vor allem für die 10.000 Erzieherinnen der landeseigenen Kitas und Schulen sowie für knapp 4.000 Sozialarbeiter. Es ist ein Erfolg auf der ganzen Linie, aber nicht für alle. Die Pflegeberufe von unseren Krankenhäusern, Vivantes und Charité, werden im nächsten Jahr auf die Straße gehen müssen, um ihre Forderung zum kommenden Tarifvertrag einzufordern, denn der wird erst im nächsten Jahr verhandelt. Wieder mussten Frauen und Gewerkschaften für ihre Rechte auf die Straße gehen und kämpfen, um dieses Tarifergebnis zu erzielen. Und jetzt kommen wir wieder zum Paritätsgesetz. Denn das Geschlecht im Parlament hat enormen Einfluss auf Themensetzung, Politik und vor allem auf die Entlohnung von typischen Frauenberufen. Ein ungleichberechtigt besetztes Parlament befördert ungleichberechtigte politische Entscheidungen und Gesetze. Ein paritätisch besetztes Parlament würde außerdem wieder mehr Menschen erreichen, die sich nicht mehr repräsentiert fühlen. Und darum haben wir Linke in der letzten Woche einen Gesetzentwurf als Diskussionsgrundlage für ein Paritätsgesetz an die Grünen und die SPD übergeben. Ich jedenfalls werde keine weiteren 100 Jahre warten, bis Frauen dort angekommen sind, was ihnen verfassungsmäßig zusteht, nämlich die Hälfte der Macht und somit auch der Sitze im Parlament. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr. Wir sehen uns morgen 14 Uhr auf dem Alexanderplatz, denn der Internationale Frauentag, wisst ihr jetzt alle, ist halt ein Feiertag in Berlin, haben wir uns verdient. Doch, da ist Strom, wirst du sehen. Und wenn nicht, stellen wir dich da als Lampe auf, da kennen wir nicht ehrlich. Ihr wisst, so, wir haben den Feiertag, wie gesagt, eine Lampe haben wir jetzt auch, das ist ein Kampftag. Und das wird ein Kampftag bleiben, so lange, bis die strukturellen Benachteiligungen von Frauen beseitigt sind. Und das ist nicht nur eine Drohung, das ist ein Versprechen. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat Frau Kollegin Vogel das Wort.
Sehr geehrter Präsident, jetzt? Nein? Ja? Jetzt? Ja. Sehr geehrter Präsident, meine Damen und Herren, wir haben uns heute die Redezeit aufgeteilt. Liebe Frauen, meine Fraktion und ich, wir wünschen Ihnen morgen alles Gute zum Weltfrauentag. Erstmals ist dieser Weltfrauentag nun ein Feiertag in Berlin, obwohl viele Frauen trotzdem morgen arbeiten werden. Anstatt die Probleme dieser Stadt zu lösen, anstatt Wohnungen und Schulen zu bauen, Kita-Plätze zu schaffen, ein sinnvolles Verkehrskonzept auf den Weg zu bringen, anstatt den Flughafen Willy Brandt endlich fertigzustellen, debattierten Sie, liebe Koalition, monatelang und ausgiebig darüber, welcher neue Feiertag es nun sein sollte. Immer schön ablenken von den eigentlichen Problemen dieser Stadt. Sie als linke Regierung sind der Meinung, dass 9 Feiertage nicht ausreichen, weil andere Bundesländer mehr Feiertage haben. Wir haben ein Konzept zur Regelung und Umsetzung dieser Feiertage gefordert, aber nichts ist dazu passiert. Der Senat schafft es nicht, die Probleme dieser Stadt zu lösen. Er schafft Schattenhaushalte für den Schulneubau, er schafft Schattenhaushalte für den Rückkauf ehemals landeseigener Wohnungen. Aber alles egal, Hauptsache, wir haben einen neuen Feiertag und können allen erklären, dass dieser die Situation der Frauen deutlich verbessern wird. Ich komme aus dem Ostteil dieser Stadt und ich kann mich sehr genau daran erinnern, was dieser Frauentag bedeutet hat. Für mich verbindet sich damit alles andere als Gleichstellung, sondern eher Ruhigstellung. Da wurden einige wenige Frauen von der männlichen Betriebsleitung ausgezeichnet. Es gab für alle Frauen Blümchen, Kaffee und Kuchen und zum Feierabend dann noch Sekt. Das hatte doch aber rein gar nichts mit Gleichstellung zu tun. Diese DDR-Verklärung, wie sie heute und immer wieder durch diesen Senat stattfindet, die ist wirklich unerträglich. Im Osten mussten die Frauen arbeiten. Führungspositionen blieben allein den Männern vorbehalten. Im Politbüro des ZK der SED gab es nicht eine einzige Frau. Im Ministerrat außer Margot Honecker ebenfalls nicht. Die Kombinatsleitung alle in männlicher Hand. Und ähnlich verhält es sich heute in Ländern, die ebenfalls einen Frauenfeiertag haben. Wir stellen uns auf eine Stufe mit Ländern wie Nordkorea, der Volksrepublik China, Vietnam, Angola und Kambodscha. Das sind Länder, in denen Frauen alles andere als gleichberechtigt sind. Sie reden in der Koalitionsvereinbarung immer wieder von Demokratie und von der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Wo blieb denn diese bei der Entscheidung über den Feiertag? Laut einer Forsa-Umfrage waren die meisten Berliner für den 31. Oktober, den Reformationstag, als neuen Feiertag. Rot-Rot-Grün hat nun also einen neuen Feiertag, für den es in der Berliner Bevölkerung keine Mehrheit gibt. Herzlichen Glückwunsch. Wenn Sie die Situation der Frauen wirklich verbessern wollen, dann sollten Sie doch mal konkrete Maßnahmen ergreifen, anstatt sich in Absichtserklärungen zu verlieren und einen weiteren Feiertag einzuführen. Was hat sich in Ihrer Regierungszeit verbessert für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Gibt es inzwischen eine ausreichende Anzahl von Kita-Plätzen? Was haben Sie unternommen, um flexible Betreuungszeiten zu erreichen? Wie unterstützen Sie alleinerziehende Frauen, wenn die Kinder krank sind? Was haben Sie unternommen, um das Gender Pay Gap zu verkleinern? Welche Hilfe bieten Sie konkret für obdachlose Frauen? Was tun Sie zur Bekämpfung häuslicher Gewalt? Und warum ist die Gewaltschutzambulanz noch immer nicht 24 Stunden täglich geöffnet? Außer Absichtserklärungen und ein paar wenigen Plätzen mehr in den Frauenhäusern gibt es doch überhaupt keine konkrete Verbesserung für die Frauen in dieser Stadt. Frau Kollegin, ich darf Sie fragen, ob Sie Zwischenfragen der Kollegin... Nein, danke. Keine Zwischenfragen. So ein Feiertag ist kein Selbstzweck. Wir haben seit Monaten gefordert, einen Feiertag mit einem entsprechenden Maßnahmen- und Veranstaltungskonzept zu unterlegen, um das allgemeine Bewusstsein für diesen Feiertag zu schärfen. Egal, welcher es geworden wäre. Und was macht der Senat so? Nix.
Keine Veranstaltung von Senatsseite ist geplant. Die Fraueninitiativen dieser Stadt werden es schon richten, so wie immer. Ein weiteres Armutszeugnis für diesen Senat. Und wo bleiben die konkreten Vorstöße der Koalition in Richtung Paritätsgesetz? Vor einem Jahr haben wir an dieser Stelle darüber geredet. Nicht, dass ich mich darum reißen würde, aber auch hier bleibt es nur bei Absichtserklärungen. Ich habe Ihren Gesetzentwurf noch nicht vorliegen. Ich wünsche auch Ihnen, liebe Koalition, morgen einen schönen Feiertag und vor allem einen Feiertag mit richtig guten Gedanken, wie man die Frauen in Berlin zukünftig voranbringen kann. Und abschließend möchte meine Fraktion und ich uns ganz herzlich bei allen Berlinerinnen und Berlinern bedanken, die morgen am Feiertag nicht frei haben, sondern arbeiten werden und für uns alle das Land am Laufen halten. Vielen Dank. Vielen Dank für die SPD-Fraktion. Hat jetzt Frau Kollegin Schaller das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Vogel, dass Gleichstellung bei Ihnen und Ihrer Fraktion nicht angekommen ist, sieht man an den Reihen Ihrer Partei. Berlin hat mit der Einführung des Frauentages ein starkes politisches und gesellschaftliches Signal gesetzt. Es gibt einen Feiertag, der Verdienste rund um die Gleichstellung würdigt. Er weist aber zugleich auf bestehende Probleme hin. Er ist aktuell ein Symbol dafür, dass wir von wahrer Gleichstellung noch weit entfernt sind. Keine Zwischenfragen, grundsätzlich nicht. Der Titel der heutigen Aktuellen Stunde ist ein gutes Sinnbild dafür. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg, aber nein, wir sind noch lange nicht am Ziel. Lassen Sie uns Erreichtes feiern, lassen Sie uns aber nicht die Aufgaben vergessen, die noch vor uns liegen. Gute Tarifabschlüsse sind erstrebenswert, aber solange bessere Bezahlung in zuvor viel zu schlecht bezahlten Branchen wie Pflege und Erziehung als Frauenförderung wahrgenommen werden, ist die Gleichstellung nicht erreicht. In diesem Kontext darf gar nicht mehr über Frauenberufe gesprochen werden. Die derzeit noch typischen Frauenberufe sind im Schnitt deutlich schlechter bezahlt, obwohl viele dieser Berufe die Stütze unserer Gesellschaft sind. Es gibt Besserungen. Das ist es, wofür wir als Regierungskoalition täglich kämpfen. Zu diesem Kampf gehört auch der unermüdliche Hinweis auf Missstände. Ohne dass auf eben diese seit Jahrzehnten unermüdlich hingewiesen worden wäre, gäbe es nicht die heutigen Verbesserungen. Ohne dass wir weiterhin auf Missstände hinweisen, wird es niemals tatsächliche Gleichstellung geben. Zu diesen Missständen zählt auch der Frauenanteil in diesem Hause. Strukturelle Benachteiligung von Frauen darf nicht zu fehlender Partizipation führen. Gleichberechtigte Teilhabe in den Berliner Parlamenten sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Daher diskutieren und prüfen wir derzeit einen ersten Gesetzesentwurf für ein Berliner Paritätsgesetz. Die angesprochenen Gehaltsunterschiede, die Schere zwischen Männern und Frauen, zieht sich durch das ganze Leben hin bis hin zur Rente. Mütter verdienen nach der Geburt deutlich weniger als die dazugehörigen Väter. Und zwar nicht nur in den ersten 2 bis 3 Jahren. Der Verdienstunterschied nimmt bis zum 18. Lebensjahr des Kindes nicht mehr ab. Die Folgen niedriger Renten und damit verbundener Altersarmut sind bekannt. Wer Angehörige pflegt oder Kinder erzieht, den Job zurückfährt, um sich um andere Menschen zu kümmern, gehört gleichgestellt. In Ansehen, Respekt und ja, auch auf dem Konto. Die alleinerziehende Mutter verdient mindestens den Respekt, den eine Managerin oder ein Manager verdient, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Lohn und Brot hält. Lassen Sie uns den Frauentag gemeinsam als den Tag begehen, für den wir ihn eingeführt haben. Lassen Sie ihn uns feiern, lassen Sie uns den Frauen Respekt zollen, aber lassen Sie uns nicht vergessen, dass wir noch ein hartes Stück Arbeit vor uns haben. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion hat Frau Kollegin Aurich das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, wir haben ja heute vieles in einem Topf geworfen, aber ich komme mal gleich zu Ihrem Lieblingsthema, der Gleichstellungspolitik. Sie wollen also die Gleichstellungspolitik weiter vorantreiben bzw. stärken. Wir lehnen das natürlich ab. Und ich sage Ihnen auch warum. Weil Ihre
weil Ihre Gleichstellungspolitik genau das Gegenteil von Gleichberechtigung ist. Und ich gehe sogar noch weiter. Gleichstellungspolitik ist das Ende von Gleichberechtigung. Frau Kollegin, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nein. Gleichberechtigung ist Chancengleichheit, beruhend auf Leistung und fairem Wettbewerb. Gleichstellung ist Ergebnisgleichheit, beruhend auf Quotenregelung und Negierung jedes Leistungsprinzips. Und jetzt kommen Sie wieder, haben wir ja schon gehört, von der strukturellen Benachteiligung von Frauen. Und zur Beweisführung schieben Sie immer gleich Ihren sogenannten Gender Pay Gap nach. Und Sie bleiben bei der frechen und falschen Behauptung, dass Frauen bei gleicher Arbeit 21% weniger verdienen. Was hier bewusst verschwiegen wird, ist, dass es unterschiedliche Berechnungsarten für den Gender Pay Gap gibt. Denn wenn es wirklich so wäre, da stelle ich mir die Frage, warum Unternehmen nicht viel mehr Frauen einstellen. Ich meine, 21% weniger Lohn für die gleiche Arbeit, das wäre doch für jeden Unternehmer ein Traum. Ja, genau. Ja, es gibt wirklich die Benachteiligung von Frauen, nämlich in den immer größer werdenden Parallelgesellschaften unserer Stadt, wo Frauen nicht ohne die Erlaubnis ihres Mannes das Haus verlassen dürfen, wo sie nicht frei entscheiden dürfen, wen sie lieben oder heiraten dürfen, wo sie bedroht sind von Ehrenmord und Genitalverstümmelung oder wo sie zur Verschleierung gezwungen werden. Hier höre ich aber von den GenderistInnen herzlich wenig. Und Benachteiligung erfahren Frauen auch, wenn sie sich um die Kindererziehung widmen. Und ich meine hier nicht die Erzieher, sondern wenn sie Kinder bekommen. Viele nicht berufstätige Mütter beschweren sich, und das zu Recht, darüber, dass der Staat sie nicht so stark unterstützt wie berufstätige Frauen. Und das wäre doch durchaus sinnvoll, wenn man daran denkt, wie unser Rentensystem aufgebaut ist. Und das wäre für uns von der AfD auch der einzig denkbare Ansatz für eine Gleichstellungspolitik, nämlich die Gleichstellung von unterschiedlichen Lebensentwürfen und damit einhergehend eine Aufwertung von Erziehungstätigkeit. Und das schließt natürlich die Väter mit ein. Und ganz ehrlich, Ihre Frauen-B-Förderungsprogramme lassen die Kassiererinnen im Supermarkt doch außen vor. Sie möchten vor allem die einflussreichen und hochdotierten Positionen in Politik und Wirtschaft besetzen. Und das nicht durch Qualifikation, sondern durch Quote. Mit anderen Worten, Sie wollen sich die Rosinen aus dem Kuchen picken. Ja, Sie können schreien, so viel Sie wollen. Für Ihre Gender-Ideologie, Frau Helm, ich darf jetzt bitten, für Ihre Gender-Ideologie wollen Sie jetzt selbst die demokratischen Grundrechte aushebeln und freie Wahlen einschränken. Und damit kommen wir zum vorläufigen Höhepunkt Ihres Gleichstellungswahns, dem Paritätsgesetz. Und für alle, die es nicht wissen, da sollen also 50% der Mandate in den Parlamenten zukünftig per Quote an Frauen gehen. Um das noch mal zu verdeutlichen, Sie wollen per Gesetz Einfluss nehmen auf die Zusammensetzung der Parlamente. Das obliegt aber einzig und allein dem Wähler, und genau so muss es auch bleiben. Das Paritätsgesetz ist verfassungswidrig, das wissen Sie auch, aber das ist Ihnen auch egal. Und niemand hindert doch Frauen, sich in der Politik zu engagieren. Da wird doch gar keinem die Tür vor der Nase zugemacht. Und deshalb ist es an Dreistigkeit auch kaum zu überbieten. Der durchschnittliche Frauenanteil in den deutschen Parteien liegt bei 30%. Wie kommen Sie auf die Idee, dass diese 30% 50% der Mandate beanspruchen können? Das ist keine Gleichstellung, sondern Bevorzugung von Frauen. Und wenn Frauen bevorzugt werden, werden Männer logischerweise auch benachteiligt. Von den vielen Diversen mal ganz zu schweigen. Meine sehr geehrten Herren, ich verstehe nicht, dass Sie diesen Unsinn auch mittragen. Dass Sie Frauen den Vortritt lassen, ist ja sehr galant. Aber mit dieser übertriebenen Ritterlichkeit werden Sie alle zu Rittern von trauriger Gestalt. Bitte wehren Sie sich endlich dagegen. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt Frau Kollegin Kofbinger das Wort. Redepult wieder ernst zu werden, das war wirklich unglaublich. Also, das war wirklich. Wir
lehnen Gleichstellung ab. Das war der Satz, der nach 5 Sekunden kam. Da hätte man es eigentlich abbrechen sollen und die restliche Redezeit auf den zweiten Redner, verteilen können. Das war so schlecht, dass nicht mal die FDP geklatscht hat und auch die CDU nur 2 oder 3. Daran kann man es schon sehen. Ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen und meine Redezeit verplempern. Das war wieder ein schlimmer Beweis, wie gruppenbezogene Menschlichkeit auch im Parlament funktionieren kann. Aber wir sind ja auch für das Grundrecht auf Meinungs- und Redefreiheit und deshalb müssen wir das auch aushalten. So, und jetzt die gute Nachricht zum morgigen Weltfrauentag gleich vorneweg. Wir lösen unser Versprechen. Frau Vogel hat darauf hingewiesen, vom letztjährigen Frauenkampftag fast ein und können heute verkünden, dass wir Ihnen bis zur Sommerpause ein verfassungskonformes Paritätgesetz vorlegen werden. Ja, es stimmt, es liegt heute, so war mal der Plan. Herr Pasterski, halten Sie einfach mal die Klappe. Also, Sie haben doch zu dem Thema nichts zu sagen, Sie lehnen doch Gleichstellung ab. Jetzt hören Sie doch einfach mal in Ruhe zu. Da kommt bestimmt noch was, wo Sie sich gleich hier hinstellen können und meckern. So, da uns wie immer die Sorgfalt wichtiger ist als die Schnelligkeit, haben wir uns auch angemessen viel Zeit gelassen. Und deshalb liegt es heute noch nicht vor. Der erste Entwurf ist da und Sie werden ihn sehr zeitnah auch bekommen und können ihn dann mit uns in den Ausschüssen beraten. Die 3 bis 4 Wochen, die haben Sie noch, ich sage es Ihnen. Deshalb verstehen wir auch die Kritik nicht, hier würde etwas übers Knie gebrochen. Was ist denn mit dem Paritätgesetz, das wir seit 2001 besprechen, das französische Paritätgesetz? Seit 18 Jahren reden wir darüber. Und mit anderen Parteien habe ich schon vor 5 Jahren darüber geredet. Also, da war eine Frau Schwarzer von der CDU, Berlin übrigens, dabei. Es war ein Treffen im Bundesfrauenministerium. Frau Ferner von der SPD war dabei, Wissenschaftlerinnen waren dabei. Da haben wir das alles vor 5 Jahren schon besprochen und alle fanden es auch gut. Also von übermäßiger Schnelligkeit kann ich jetzt hier nicht wirklich reden, ohne dass Sie auch nur einen Buchstaben des Paritätgesetzes kennen, wissen Sie aber schon, dass es nicht verfassungskonform ist. Da kann ich nur sagen, bravo, damit haben Sie die Lacher auf Ihrer Seite. Jetzt lesen Sie es doch erstmal. Selbstverständlich darf und muss gefragt werden, ob bei der Verpflichtung auf paritätische Besetzung auch alle einschlägigen verfassungsrechtlichen Vorgaben berücksichtigt worden sind. Dabei stehen sich verschiedene Ziele des Grundgesetzes gegenüber. Das ist einmal der Artikel 3 Absatz 2, das ist der Artikel 38 und das ist der Artikel 21. Das wissen wir doch. Und wissen Sie, was das Tolle ist? Alle haben Recht, die sich darauf berufen. Natürlich stehen die sich gegenüber. Wir haben uns nach langer und eingehender Beratung entschlossen, dass wir gesagt haben, der Artikel 3, der zu den Grundrechten gehört, die ersten 19 Artikel, Sie wissen das, gehören zu den Grundrechten, ist hier der stärkere Artikel und deshalb haben wir dieses Paritätgesetz geschrieben. Frau Kollegin, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Woltert von der AfD-Fraktion... Nein, Herr Woltert, wir haben das schon mehrfach besprochen. Sobald Sie hier eine Rede halten, und zwar eine mindestens, sagen wir mal, 5-Minuten-Rede, die ohne menschenfeindliche Kommentare auskommt, ohne Respektlosigkeiten gegenüber Minderheiten, bin ich gerne bereit, mit Ihnen zu diskutieren. Ich bin nicht bereit... Ich bin nicht bereit, Teil Ihres AfD-Kasperle-Theaters zu werden. Da müssen sich jemand anders aussuchen. So, nein, das ist keine Feigheit. Ich bin Ihnen sowieso intellektuell überlegen. Das ist nun mal eben so. Und deshalb ist das keine Feigheit. Ich erspare den Zuseherinnen und Hörerinnen dieser wunderbaren Sitzung lediglich das, was die da immer so fragen. So, wir haben über den Artikel 3 geredet, der ist mir auch sehr wichtig und meinen Kolleginnen und Kollegen auch. Es geht um die Wahlfreiheit. Frau Vogel hat es ja auch schon angesprochen. Dabei ist es ja nun mal eben so, es muss entschieden werden, ist dieses geschützte Verfassungsanliegen verhältnismäßig ausgehebelt sozusagen oder ist es nicht verhältnismäßig? Darum geht es ja im Kern. Und dabei wird der Wähler in seiner Wahlfreiheit nicht mehr beeinträchtigt als bei jeder anderen Listenwahl auch. Denn in jeder anderen Listenwahl ist es auch so, wenn man nicht kumulieren kann, hat man keinen Einfluss auf die Listenaufstellung. Das ist doch ganz klar. Ich kann ja nicht von hinten nach vorne ziehen oder so. Das sieht das Berliner Wahlrecht ja nicht vor. Und Parteien folgen
hier, nein, Parteien folgen hier bisher verschiedenen Kriterien, schon immer. Zum Beispiel die regionale Herkunft, fachliche Kompetenz oder eben auch Geschlecht. Das machen ja Grüne und Linke. Dies wird auch als verfassungsmäßig richtig erachtet. Das ist alles schon mal beklagt worden, wenn die Versammlung, die dort die Liste aufstellt, damit auch übereinstimmt. Das ist alles. Und wir machen das ja auch bereits seit einiger Sache. Wir müssen Verfahren finden, die Parität herstellen. Unser Vorschlag ist dieses Gesetz. Und Entschuldigung, also fassen Sie sich noch einen Augenblick in Geduld. Wir werden Ihnen was vorlegen. Und jetzt noch mal mein Appell an die Innenpolitiker, die ja im Wesentlichen damit beschäftigt sein werden, nicht die Gleichstellungspolitikerinnen. Es gibt da einige, die immer sehr gerne am Frauentag, der ja morgen begangen wird, Blumen verteilen. Und da sage ich nur, das reicht leider nicht mehr aus im Jahr 2019. Wie sagen wir immer so schön, statt Blumen und Präsente, Frauen in die Parlamente. So, im Wesentlichen war es das von mir. Es gäbe noch viel Gutes zu sagen über das, was wir in den 2 Jahren erreicht haben. Aber das habe ich ja schon in der letzten Aussprache mit Frau Dr. Jasper Winter, die gleich folgen wird, erörtert. Da machen wir sehr viel. Alle, die daran mitgearbeitet haben, dass es dieses Paritätsgesetz gibt, dass es überhaupt die Verbesserung in der Frauen- und Gleichstellungspolitik gibt. An die möchte ich mich jetzt auch mal wenden und mich herzlich bedanken. Das war eine Menge Arbeit, gerade hier auch in der Gleichstellungsverwaltung. Da wurde sehr, sehr viel gearbeitet die letzten 2 Jahre. Und morgen wird dann eben mal gefeiert, und das ist auch gut so, denn wie sagte schon meine Lieblingsanarchistin Emma Goldman, es ist nicht meine Revolution, wenn ich nicht tanzen kann. Also let's dance. So, zuerst hat für eine Zwischenbemerkung der Kollege Herr Wolder das Wort. Und Frau Kollegin Haneck, stehen dann noch 3 Minuten zur Verfügung. Die zweite Rederunde. Bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Frau Kofbringer, übrigens, ich erlaube mir, Ihnen den kleinen Hinweis zu geben, dass meine Rede grundsätzlich damit beginnt, den Vorsitzenden des Hauses zu begrüßen bzw. anzusprechen. Das haben Sie leider nicht gemacht. Und Sie haben auch Folgendes gemacht. Sie haben ja mitunter Artikel des Grundgesetzes zitiert. Das heißt, Sie wollten damit Ihre Verfassungskonformität unterstreichen, und Sie sagen dann allerdings immer irgendetwas von Gleichstellung. Wenn ich mich richtig erinnere, steht in unserem Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ich würde Ihnen übrigens empfehlen, mir zuzuhören, weil Sie eventuell auf meine Intervention antworten müssen. Und dann haben Sie mir vorgehalten persönlich, und deswegen bin ich auch zur Intervention eingegangen, dass wenn ich einmal in einer Rede auf Beleidigungen, Verächtlichungen und Ähnliches verzichten würde, Sie mit mir in die Debatte gehen. Meine werte Frau Kollegin, wenn Sie in der Lage sind, mir in den vergangenen, ich glaube, knapp 30 Reden ein einziges Mal belegbar zu beweisen, wann ich das gemacht habe, dann haben Sie was gewonnen. Das schaffen Sie nämlich nicht mal, meine sehr geehrte Frau Kollegin. Frau Kofbinger möchte nicht darauf eingehen. Dann haben wir jetzt die FDP mit Frau Dr. Jasper Winter. Bitte schön, Frau Kollegin. So, die Herren haben sich ausgetauscht. Jetzt bitte ich wieder um Ruhe. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen von Rot-Rot-Grün, zur heutigen Aktuellen Stunde haben Sie das Thema Internationaler Frauentag und gute Tarifabschlüsse für Berlin, Stärkung von Gleichstellung, Pflege- und Erziehungsberufen angemeldet. Dieser verquaste Titel allein zeigt schon, dass Sie anlässlich des morgigen Internationalen Frauentags keine stringente Idee haben, an welchen Stellen Sie eigentlich wo in der Stadt die Gleichberechtigung von Frauen angehen wollen. Und es fehlt nicht nur eine klare Perspektive, das haben wir auch an den Reden gerade sehen können,
Nein, es scheint Ihnen auch eigentlich keine echte Herzensangelegenheit zu sein. Ansonsten hätten Sie ja für morgen Feierlichkeiten organisiert, offizieller Art, im Rahmen derer dann mit der Stadtgesellschaft die wichtigen Themen für die Frauen in Berlin diskutiert werden. Also kein roter Faden, reine Schaufensterpolitik, und das ist der Frauenpolitik nicht würdig. Und ja, wir Freien Demokraten stimmen Ihnen zu, wir brauchen eine bessere Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern und von Pflegepersonal. Und das wertet gerade auch diese typischen Frauenberufe auf. Mein Kollege Florian Zwieter wird dazu gleich und zu den Tarifabschlüssen noch Stellung nehmen. Jedoch ist dieses nur ein Schräubchen, ein Drehen am Schräubchen an einem Phänomen, dessen Ursachen viel tiefer liegen. Und dann kommen wir doch mal zum Gender Pay Gap. Ich muss mal der AfD anscheinend Nachhilfe erteilen. Für uns Freie Demokraten ist klar, ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern bei gleicher Qualifikation und gleicher Position, das sind 6%, und diese 6% sind vollkommen inakzeptabel und durch gar nichts zu rechtfertigen. Frau Kollegin, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Frau Aurich zulassen? Ja. Dann halten wir die Redezeit kurz an, Frau Kollegin Aurich. Ja, vielen Dank. Es ist aber auch Ihnen klar, dass der bereinigte Gender Pay Gap auch noch viele Faktoren mit einberechnen könnte, und dann wäre auch diese 6% noch weitaus geringer. Ich komme jetzt zum sogenannten unbereinigten Gender Pay Gap. Ich möchte ja keine Vorlesung halten, aber anscheinend ist das nötig bei Ihnen. Natürlich gibt es viele, viele weitere Ursachen, die dazu für sorgen, dass Frauen ca. 21% weniger verdienen. Und da schauen wir uns die Teilzeit doch mal an. Da muss ich sagen, selbst in den Berliner Verwaltung, in der Senatsverwaltung, ist das tradierte Rollenbild Vollzeit arbeitender Vater und Teilzeitmutter klar vorhanden. Ungefähr 31% aller Frauen in der Verwaltung arbeiten Teilzeit, während nur 8% Männer diese Alternative für sich in Betracht ziehen. Und zudem verdienen in allen Einkommensgruppen in den Senatsverwaltungen die Frauen deutlich weniger Geld als ihre männlichen Counterparts. Das DIW hat diese Woche eine Studie veröffentlicht, in der ganz aktuelle Zahlen zeigen, Frauen nehmen mehr und mehr am Erwerbsleben teil, und das ist gut. Die Studie hat aber auch herausgefunden, dass sich die Aufteilung der Sorgearbeit, also für Familie und Pflege, nicht im gleichen Umfang und in derselben Geschwindigkeit verändert. Frauen sind also immer noch schwerpunktmäßig für die Pflege der eigenen Eltern oder ihrer kleinen Kinder zuständig. Und deshalb, meine Damen und Herren, trifft es Sie doch besonders hart, wenn wir in Berlin immer noch nicht genügend Kita-Plätze in allen Stadtteilen haben, in denen sie benötigt werden, und schon gar nicht zu den Öffnungszeiten, die notwendig sind. Und die Leidtragenden sind die Frauen, denn die passen ihre Arbeitszeiten diesem Mangel an und müssen dann auch dadurch weniger verdienen. Und deshalb trifft es sie so hart, wenn so Dinge wie der Kita-Navigator, lange angekündigt, Senat arbeitet seit 5 Jahren daran, 23 Millionen Euro wurden übrigens dafür schon ausgegeben, und er soll ja jetzt kommen, aber ich kann immer noch nicht entdecken, wie das hier endlich mal funktioniert. Und so eine kleine Sache, die man schnell eigentlich organisieren könnte, selbst die läuft nicht in der Stadt. Stattdessen linke Träumereien von Enteignungen von Wohnungsbaugesellschaften auf Kosten des Steuerzahlers und der Steuerzahlerin. Und das ist sogar dreifach falsch. Senkt keine Mieten, entstehen keine neuen Wohnungen, und am Ende fehlt eben Geld für die Verbesserungen in der Bildung und für die Infrastruktur in der Pflege. Und ich sage Ihnen eins, den Alleinerziehenden in Berlin, und das sind zu 90% Frauen, wäre mit einer guten Wohnungsbaupolitik gegen steigende Mieten noch am ehesten geholfen. Denn sie sind überproportional von Armut in Berlin betroffen und leiden deshalb auch unter anderem am stärksten unter steigenden Mieten. Und gute Wohnungsbaupolitik ist für mich auch gute Frauenpolitik. Und wo wir hier stehen, das muss doch auf den Tisch am morgigen Frauenfeiertag. Und zum Abschluss noch, es ist ein Hohn, dass Alleinerziehende hier in Berlin in allen Bezirken mindestens 2, überwiegend 3 Monate auf ihren Unterhaltsvorschuss warten müssen. Es ist ein echter Hohn, dass an diesen Stellen, wo es drauf ankommt,
den Ärmsten zu helfen, schnell zu helfen, diese Stadt nicht funktionsfähig ist. Und das kann ich nicht akzeptieren. Und auch das müssen wir heute am Frauen, an Ihrem Internationalen Frauentag morgen diskutieren. Genug der Meckerei. Kommen wir zu dem, was wir Freie Demokraten Ihnen für eine bessere Gleichstellung von Frauen und Männern auch heute, Top 42 ist das, vorschlagen wollen. Wir möchten, dass die Kinder dieser Stadt, egal ob Mädchen oder Jungs, sagen können, ich kann alles werden. Die Berufswahl ist nämlich auch entscheidend für den späteren Werdegang und für die Verdienstmöglichkeiten. Und in den sogenannten MINT-Ausbildungsberufen haben wir da allerdings eklatante herkömmliche Rollenbilder. Nur 15% Frauen sind in Berlin in den MINT-Ausbildungsberufen vertreten. Und deswegen meinen wir, setzen wir doch da an, wo es am ehesten Sinn macht und wir die jungen Leute erreichen, möglichst früh. Wir wollen, dass in alle Berliner Schulen Ausbildungsbotschafterinnen und Ausbildungsbotschafter gehen. Und zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen die duale Ausbildung aufwerten, das ist dringend nötig in Berlin. Und zum anderen mehr weibliche Botschafterinnen, damit jungen Frauen gerade diese Möglichkeiten eröffnet werden. Und ich bin von Herzen davon überzeugt, dass Vorbilder die beste und effizienteste Methode sind, herkömmliche Rollenbilder aufzubrechen. Ich möchte Ihnen zum Abschluss etwas berichten, erzählen. Mein Sohn ist 4 Jahre alt. Er weiß, Mama macht Politik. Und am letzten Sonntag, als der Onkel dann nicht mit zu Besuch kommen konnte, weil er sich auch ehrenamtlich engagiert und Politik macht, sagte mein Sohn darauf ganz entrüstet, aber Mama, Frauen machen doch nur Politik. Und Sie sehen, Vorbilder und das, was wir vorleben, das verankert diese Gedanken schon ganz früh. Und deswegen sind wir davon überzeugt, wir eröffnen durch Vorbilder Möglichkeiten und die sollen schon frühzeitig wirken. Denn eine nachhaltige Frauenpolitik setzt schon an der Wurzel an, wenn es darum geht, wirklich freie Lebens- und Berufswahlentscheidungen zu treffen. Und das sollte unser aller gemeinsames Ziel sein. Vielen Dank. Wir kommen nunmehr zur zweiten Rederunde. Für die Fraktion Die Linke hat Frau Schmidt bereits sich umfassend geäußert. Es beginnt daher mit der Fraktion der CDU, mit dem Kollegen Gollny. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Umstand, wie diese heutige Aktuelle Stunde zustande gekommen ist, wirft ja schon mal ein bezeichnendes Licht auf den Zustand Ihrer Koalition zur Halbzeit dieser Wahlperiode, meine Damen und Herren. Der Umstand, dass Sie nicht mal mehr in der Lage sind, für eine Aktuelle Stunde Prioritäten zu setzen, ist ja bezeichnend für Ihre Regierungsarbeit, liebe Koalitionäre. Und dass Sie das Thema Tarifabschluss hier auf die Tagesordnung gesetzt haben, finde ich ja spannend. Spannend, weil das ja im Wesentlichen ein Erfolg ist, der den die Tarifparteien ausgehandelt haben und ja kein Erfolg der Koalition. Gleichwohl müssen wir sagen, sind wir als CDU-Fraktion zufrieden mit dem, was die Tarifparteien hier verhandelt haben, weil es zum einen in wichtigen Bereichen der Tarifbeschäftigten eine nicht nur Verbesserung, was die Gehaltstabellen anbetrifft, darstellt, sondern eben gerade auch im Erzieherbereich ja auch strukturell Nachteile ausgeglichen worden sind. Als Haushälter ist man natürlich immer auch ein bisschen besorgt, wenn es um höhere Ausgaben geht, wenn hier das Haushaltsvolumen gerade auch in diesem Bereich steigt. Und natürlich muss man an dieser Stelle aber auch sagen, ist das etwas, was wir politisch auch für richtig halten. Wir sind ja seit Längerem der Auffassung als CDU-Fraktion in diesem Haus, dass es eine ganz wichtige und entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass der öffentliche Dienst in dieser Stadt funktioniert, dass wir die Beschäftigten des Landes Berlins auch angemessen bezahlen und besolden, meine Damen und Herren. Wir glauben, dass hier auch mit der Länge der Laufzeit ein wichtiger Punkt für eine vernünftige Haushaltspolitik geschaffen worden ist und sind deswegen an dieser Stelle
auch mit diesem Punkt einverstanden. Und wir wollen durchaus auch anerkennen, das ist uns ja auch von Gewerkschaftsseite verschiedentlich schon zugetragen worden, dass unser Finanzsenator hier im Lande Berlin in seiner Aufgabe als Verhandlungsführer da offensichtlich auch einen sehr konstruktiven Beitrag zu diesen Verhandlungen geleistet hat. Das möchte ich auch als Oppositionspolitiker an dieser Stelle deutlich sagen. Auf der anderen Seite kommen wir jetzt aber zu der Frage, wie man den öffentlichen Dienst insgesamt in dieser Stadt vernünftig strukturiert und aufstellt. Und da ist natürlich das, was wir hier bei den Tarifbeschäftigten erreicht haben, nur eine Seite der Medaille. Offen bleibt die Frage, wie werden wir dieses Tarifergebnis übernehmen für die Beamtinnen und Beamten im Lande Berlin. Da, vielleicht hören wir da heute noch mal eine Klarstellung, gibt es bisher vom Senat keine eindeutige Aussage, ob das übernommen wird. Und das ist natürlich bedauerlich, weil wir von den Bundesländern, die hier in Rede stehen, sich dazu zu äußern, inzwischen schon 10 Bundesländer haben, die gesagt haben, sie machen das, sie übernehmen 1:1 das Tarifergebnis. Teilweise sogar legen sie noch was obendrauf, komme ich gleich noch mal zu. Hessen führt eigene Verhandlungen, 4 sind da noch unklar und Berlin muss ich hier auch an dieser Stelle mal erklären. Und dann kommen Sie ja noch ausweislich Ihrer Presseerklärung auch wieder zu der Darstellung Ihrer Berechnungsmodalitäten, wie Sie dann diese 1,1%, die Sie jetzt dann noch diskutieren, ob Sie die rauflegen sollen, wie Sie das machen wollen. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, das werden wir wahrscheinlich heute nicht abschließend klären können, vielleicht ist dazu der Hauptausschuss noch mal eine gute Plattform, das zu diskutieren. Sie sagen jetzt, Sie wollen den Schnitt der Länderbesoldung zum Maßstab nehmen und da was raufpacken. Da stellt sich natürlich schon die Frage, wann und wie wollen Sie diesen Schnitt berechnen und was heißt das dann für die Umsetzung der Beamtenbesoldung? Wir hören aus dem Land Brandenburg, dass das Land Brandenburg beabsichtigt, 0,5% auf das Tarifergebnis noch draufzulegen. Und auch hier wird noch mal ganz deutlich, dass wir eine strategische Schwierigkeit haben, sodass wir am Ende des Tages hinter dem Bund weiter unsere Beamten bezahlen werden und wahrscheinlich am Ende des Tages auch schlechter als Brandenburg, sodass das, was hier unsere strategische Nachteil in Berlin ist bei der Beamtenbesoldung, auch am Ende der Wahlperiode 2021 von Ihnen nicht beseitigt wird. Und deswegen ist es völlig nachvollziehbar, dass die Gewerkschaft der Polizei auch noch mal darauf hinweist, dass bei Polizisten und Feuerwehrleuten Berlin nach wie vor letzter oder vorletzter in der Besoldungstabelle ist und die Kommentierung dort lautet, Berlin holt auf, bleibt aber in der Abstiegszone. Und das ist etwas, womit wir im Ergebnis sehr unzufrieden sind und wo wir den Senat auch auffordern, hier gerade auch für den Bereich der Beamtinnen und Beamten im Land Berlin auch noch mal deutlich zu machen, wie da eine faire Besoldung und eine Zukunftsperspektive für den öffentlichen Dienst insgesamt in dieser Stadt geschaffen werden kann. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat Herr Kollege Düster auf das Wort. Bitte schön. Jetzt gereicht es aber. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gern möchte ich an die Ausführungen von meiner Kollegin Frau Czaller anknüpfen, die auch über das Thema Gleichberechtigung sprach. Das Thema Gleichberechtigung treibt mich auch schon lange um. Gerechtigkeit und andere Begriffe schwingen damit, wie zum Beispiel Moral, Anstand, Anerkennung oder Fairness. Das alles sind Begriffe, die nicht nur mit Gleichberechtigung zu tun haben. Genauso sind sie elementar bei der Beschreibung dessen, was hinter der Umschreibung gute Arbeit steckt. Gute Arbeit kann nur gute Arbeit sein, wenn sie gerecht ist, wenn sie niemanden benachteiligt, wenn sie Leistungen anerkennt, wenn die Bedingungen fair und die Löhne anständig sind. Gute Arbeit, das heißt auch gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Lohngerechtigkeit nennt man das. Davon sind wir noch immer weit entfernt. Deshalb ist ja, das haben wir heute schon mehrfach gehört, der morgige Feiertag nicht in erster Linie zum Feiern da, sondern vor allem, um auf die bestehenden Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen und weiter daran hart zu arbeiten, dass insbesondere Frauen nicht mehr für ihre Rechte kämpfen müssen, sondern dafür zu sorgen, dass diese irgendwann einfach selbstverständlich sind. Und gerade für uns Männer. Dass von den Tarifabschlüssen insbesondere Frauen profitieren, freut mich besonders.
hat aber irgendwie auch ein kleines Geschmäckle, weil es mal wieder die Einteilung ist, typisch Frau, typisch Mann, die doch eigentlich überwunden werden soll. Es sind in der Tat sehr viel mehr Frauen als Männer, die in der Pflege oder in den Erzieherberufen arbeiten. In eben diesen Berufsgruppen sind aber auch überdurchschnittlich viele Frauen in Führungspositionen. Das darf an dieser Stelle ruhig auch erwähnt werden. Für diese Berufsgruppen zumindest hat sich am vergangenen Wochenende mit dem erfolgreichen Abschluss der Tarifverhandlungen einiges getan. Fast 8% mehr Lohn bis 2021 für die Angestellten im öffentlichen Dienst. Das nenne ich eine deutliche Anerkennung der Leistungen und der Wichtigkeit der Angestellten in den Bereichen in der Verwaltung und natürlich auch bei den freien Trägern, deren Gehälter an den TVL angelehnt sind. Für diejenigen, die unter anderem in der Pflege arbeiten, für die Sozialarbeiterinnen, für die Sozialarbeiter und die Erzieherinnen und Erzieher sind außerdem einige strukturelle Verbesserungen vorgesehen. Für Berlin sprechen wir von einem Gesamtvolumen von sage und schreibe 822 Millionen Euro. Das ist mal wirklich ein enormer Brocken, der aber auch über den jetzt vorgesehenen Zeitraum von 33 Monaten zu stemmen und leistbar ist. Im öffentlichen Dienst sowie bei den freien Trägern fehlen uns die Fachkräfte. Besonders eklatant ist der Mangel im Erziehungs- und im Pflegebereich. Gerade in diesem Bereich sollten und sind Schwerpunkte gesetzt worden. Genau dort, wo wir sie auch haben wollten. 2020 und 2021 fließen allein hier entsprechend 150 Millionen Euro. Das soll nicht nur eine Wertschätzung für die Arbeit derer sein, die bereits in diesen Bereichen arbeiten, sondern das wertet die Berufsfelder insgesamt auf, was hoffentlich dazu beitragen kann, den fehlenden Nachwuchs zu gewinnen. Gerade die Erzieherinnen und Erzieher verdienen diese Wertschätzung. Das haben wir im Vorfeld sehr deutlich gesagt und uns auch mit den Streikenden dementsprechend solidarisiert. Diese Menschen machen in der Zeit, wo wir unserer Arbeit nachgehen, einen unglaublichen und sehr harten und sehr wichtigen Job. Sie sind das Rückgrat unserer Berliner Wirtschaft. Als Vater von bald zwei Kita-Kindern weiß ich darum, dass sich beispielsweise die Bezugserzieherin von meinem Großen nicht nur mit Hingabe um meinen Sohn kümmert, sondern gleichzeitig wichtige Erziehungs- und Bildungsarbeit leistet. Dafür bin ich äußerst dankbar. Sie ist für meinen Sohn Freundin, Krankenschwester, Kummerkasten, Lesepatin, Lehrerin, Streitschlichterin und vieles mehr. Das ist nicht nur harte körperliche Arbeit, sondern das zehrt auch ganz schön an den Nerven. Das weiß ich als Vater sehr wohl einzuschätzen. Ich habe den größten Respekt vor diesem Beruf und deswegen bin ich auch sehr froh, dass die Erzieherinnen und Erzieher von diesem Abschluss in dieser Form profitieren und hoffe, dass die höheren Gehälter dazu beitragen, dass sich wieder mehr Menschen vorstellen können, in diesem wunderschönen Beruf zu arbeiten. Aber es fehlen ja längst nicht nur in diesen Bereichen die Leute. Verwaltungsjobs in Berlin sind nicht gerade sexy, könnte man meinen. Gerade im Vergleich zu den anderen Verwaltungen, die sich auch in Berlin befinden. Dem muss Berlin als Arbeitgeber natürlich entgegenwirken. Davon wiederum werden alle Berlinerinnen am Ende profitieren, denn wir brauchen tatsächlich eine funktionierende Verwaltung in dieser Stadt. Gute Arbeit, das heißt auch gute Arbeit schaffen, gute Bedingungen schaffen, gute Anreize schaffen. Das heißt aber auch gute Rahmenbedingungen schaffen. So positiv wir diesen Tarifabschluss politisch bewerten können, drei Herausforderungen will ich trotzdem erwähnen. Stichwort Landesmindestlohn. Die nun vorgesehenen 11,30 Euro können nur ein Zwischenschritt sein. Bis 2021 müssen da noch mal ein paar Euro draufgelegt werden, sodass wir dann nach aktuellem Wert auf 12,63 Euro kommen. Dafür müssen wir sorgen. Wer, wenn nicht diese rot-rot-grüne Mehrheit, soll sonst einen solchen Landesmindestlohn durchsetzen? Beide Marken müssen so schnell wie möglich hier im Parlament beschlossen werden. Wenn ich an Anstand denke,
denke ich auch an unseren nun 15 Monate alten Beschluss der Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen. 15 Monate. Vieles, wirklich vieles ist passiert. Viele landeseigene Unternehmen haben sich mit diesem Schluss arrangiert und halten ihn auch ein. Aber es gibt auch landeseigene Unternehmen, die uns Abgeordnete wohl nicht wirklich ernst nehmen. Soll es wirklich gängige Praxis werden, allein den Begriff aus Ausschreibungen zu streichen und dennoch weiterhin ohne die Nennung von Sachgründen zu befristen? Das sind de facto sachgrundlose Befristungen. Hier bestehen, freundlich ausgedrückt, noch immer dringender Handlungsbedarf. Und auch was die Rückführung einzelner Tochterunternehmen bei Vivantes und Charité angeht, warten wir gespannt auf das verbindliche Konzept, welches uns Ende März vorgelegt werden soll. Wer glaubt, dass wir unsere Drohungen der Sperrung von Mitteln nicht ernst meinen, sollte sich vergegenwärtigen, dass wir demnächst im Rahmen der Haushaltsverhandlungen über ganz andere Summen reden. Hier müssen bis zum Sommer Fakten geschaffen werden. Wir erwarten nichts weniger als gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Alles andere würde den unanständigen Zustand weiter manifestieren. Herr Kollege, Sie kommen zum Ende. Jawohl, mache ich. Bei allen Herausforderungen, die ich gerade beschrieben habe, ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, genau diesen Tarifabschluss zu erlangen, der beide Seiten bedenkt, politische Ausrufezeichen setzt und eine klare Handschrift trägt. Wir alle wissen, wem wir das im Wesentlichen zu verdanken haben. Es macht doch einen Unterschied, ob der Sozialdemokrat Kollatz Verhandlungsführer ist oder jemand aus dem konservativen Lager. Ich danke dir und ich danke Ihnen. Für die AfD-Fraktion hat jetzt Frau Dr. Brinker das Wort. So, ich habe den Eindruck, die Herren haben sich wieder ausgetauscht. Frau Dr. Brinker, dann haben Sie jetzt das Wort. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, diese Aktuelle Stunde ist typisch für Rot-Rot-Grün. Das hat ja mein Kollege Gorni auch schon im Vorfeld gesagt und stellt unter Beweis, wie uneins diese Dreierkombi ist. Selbst in der Aktuellen Stunde kann man sich nicht auf ein Thema verständigen. Wie sagt man so schön, viele Köche verderben den Brei. Kommen wir nun zum aktuellen, eigentlich wichtigen Thema dieser Stunde, nämlich der Tarifeinigung. Für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ist die Einigung in der Tat eine positive Nachricht. Gleiches gilt für die zusätzlichen Zahlungen an Erziehungs- und Pflegekräfte. Jeder, der mal in einer Pflegeeinrichtung mindestens gejobbt hat, weiß um die teilweise besonderen Belastungen, aber auch besonders schönen Erlebnisse in diesen Berufsgruppen. Doch was nützen positive Tarifabschlüsse für eine kurze Frist, wenn es wieder zu einer Finanz- und Konjunkturkrise kommt, die zu massiven Einsparungen nötigen kann? Der Finanzsenator selber hat am 20.12. in einer Meldung der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder zugegeben, Zitat, auch wenn die Steuereinnahmen noch stabil sind, gibt es doch erste Anzeichen eines Abschwungs. Hinzu kommen Handelskonflikte auf internationaler Ebene, die gerade das Exportland Deutschland unverhältnismäßig stark treffen könnten. Die Länder befinden sich weiter im Prozess der Haushaltskonsolidierung und dieser dürfe nicht durch übertrieben hohe Lohnabschlüsse gefährdet werden. Zitat Ende. Mit dieser Aussage hat der Finanzsenator recht. Es zeichnen sich dunkle Wolken am bisher strahlenden Konjunkturhimmel ab. Allerdings benötigen seine Koalitionskollegen wohl noch Nachhilfeunterricht hinsichtlich ökonomischer Zusammenhänge. Professor Bernd Raffelhüschen hat sich in der Welt ebenfalls zum Tarifabschluss geäußert und von einem doppelten Fiasko gesprochen, bezogen auf die laufenden Ausgaben und auch auf die Pensionen der Beamten. Er sagte dazu, ich zitiere, wie die Länder mit ihren Steuereinnahmen die ab 2020 geltende Schuldenbremse einhalten wollen, sei ihm ein Rätsel. Was meint Raffelhüschen damit? Die Senatsfinanzverwaltung schreibt in ihrer gestrigen Pressemitteilung, dass das Land Berlin bis 2021 insgesamt rund 2,3 Milliarden Euro investieren wolle, um das Tarifergebnis für die Angestellten und entsprechend umzusetzen, die Übertragung des Tarifs auf die Beamten und Versorgungsempfänger. Das, meine Damen und Herren, ist euphemistisch, denn Personalausgaben sind per Definition keine Investitionsausgaben. Vielmehr werden dem Haushalt Gelder entzogen in dieser Höhe, die für Investitionen geplant werden müssten. Wir wissen,
dass es in Berlin einen extrem hohen Investitionsbedarf gibt, den der Senat trotz mehrfacher Nachfrage der AfD-Fraktion bis heute nicht klar beziffern kann. Aufgrund der uns bisher vorliegenden Informationen schätzen wir diesen Bedarf auf mindestens 15 bis 20 Milliarden Euro. Allein die Kosten der Schulbauoffensive explodieren aktuell von ursprünglich 5,5 Milliarden auf mindestens geschätzt 10 Milliarden Euro. Betrachten wir nun die Pensionen. Ein Übertrag des Tarifvertrags auf die Beamtenschaft sowie die Versorgungsempfänger hat massive Konsequenzen hinsichtlich der Pensionslasten des Landes Berlin. Die tatsächlichen Pensionsverpflichtungen des Landes kennen wir nach wie vor nicht. Insofern verfällt Rot-Rot-Grün bereits jetzt in den Wählerstimmen-Kaufmodus. Wem es am Ende nutzen wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist aber, Rot-Rot-Grün hat bis heute nicht geschafft, erstens eine Gesetzesvorlage zur Implementierung der Schuldenbremse vorzulegen, zweitens die tatsächlichen Pensionsverpflichtungen des Landes Berlin zu beziffern und drittens den gesamten Erhaltungs- und Investitionsbedarf klar zu benennen und damit für eine prioritäre Abarbeitung zu sorgen. Die Berliner werden im Dunkeln gelassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Neue Tarifabschlüsse sind immer eine gute Nachricht für die Mitarbeiter. Allerdings wäre allen Berlinern damit geholfen, wenn wir endlich Haushaltsklarheit und Transparenz bekämen, damit die Tarifabschlüsse auch nachhaltig sein können. Wir fordern Klarheit und Transparenz statt Augenwischerei und Wahlkampfgeschenke. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt Frau Kollegin Schill-Hanek das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, da ja einige in diesem Haus offensichtlich noch nicht verstanden haben, dass es sich tatsächlich um ein Thema der Aktuellen Stunde handelt, erlauben Sie mir kurz, es Ihnen einmal herzuleiten, da Ihre Vorstellung von Gleichstellungspolitik irgendwie, ich glaube, so in den 80er Jahren stehen geblieben ist und sich nicht weiterentwickelt hat. Also, Gleichberechtigung aller Geschlechter ist im Grundgesetz angelegt. Gleichzeitig ist die Aufgabe dort definiert, die Durchsetzung zu betreiben. Es ist eine staatliche Aufgabe, die Gleichberechtigung zu erwirken. Das Mittel hierzu in diesem Haus, in der Verwaltung, in der Politik ist Gleichstellungspolitik. Gleichstellungspolitik ist das aktive Element zum Erreichen der Gleichberechtigung. Ich weiß, Sie wollen das sowieso nicht, weil Sie nämlich daran glauben, Gleichberechtigung wäre irgendwie so eine Fiktion. Ich weiß gar nicht, was Sie sich da denken. Aber die Gleichstellungspolitik, die ist das Element, um das es hier geht. Gleichstellungspolitik erfordert von uns allen, dass wir bei jeder Maßnahme, um die es geht, sei es, dass wir einen Haushalt aufstellen, dass wir einen Bebauungsplan machen oder Sportanlagen planen, uns überlegen, welche Auswirkungen hat das auf unterschiedliche Gruppen, und zwar auch auf Männer und Frauen, Mädchen und Jungs, auf Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen wollen oder aber andere geschlechtliche Zuordnungen vornehmen. Das ist unsere Aufgabe. Und genau darum ging es auch bei diesem konkreten Tarifabschluss. Denn, lieber Herr Kollege, ich widerspreche Ihnen ganz, ganz selten, lieber Herr Kollege Düsterhaft, aber das hat überhaupt gar keinen Geschmäckle, dass das hauptsächlich Frauen betrifft, sondern das ist ein Element dessen, wo wir sagen, aktive Gleichstellungspolitik heißt, manchmal muss man Dinge auch ungleich behandeln. Denn in der Tat, wenn man sich anschaut, wie hier auch darüber geredet wird, wie Tätigkeiten, Lohnarbeitstätigkeiten, die sich hauptsächlich ableiten aus traditionell weiblich zugeordneter Sorgearbeit in Pflege und Erziehung, wieder beschrieben werden, da kann man ganz tolle, wertvolle Erlebnisse haben. Meine Damen und Herren, das ist weiterhin ein Nicht-Ernst-Nehmen dieser Tätigkeiten. Und ich sage Ihnen ganz klar, nein, danke, keine Zwischenfragen, bitte. Ich sage Ihnen ganz klar, dieser Abschluss, die Angleichung an die besondere Entgelttabelle des TVED, das kann nur ein erster Schritt sein. Da stehen wir ganz klar dafür. Und auch dieser Schritt wäre nicht ohne deutlichen politischen Druck auch innerhalb der Koalition möglich gewesen. Es war notwendig, auch aus dieser Koalition heraus deutlich mit auch den anderen Tarifpartnern und den anderen am Tisch, auch den Ländern mitzugeben. Das ist sehr schön, dass ihr das Problem nicht habt.
weil eure Erzieher und Erzieherinnen in den Kommunen tätig sind. Aber wir wollen das. Wir müssen die besser bezahlen. Und der nächste Schritt, der ist schon ganz klar. Wenn Sie eine Berufsqualifikation haben, die wie bei den Erziehern und Erzieherinnen einem Bachelorabschluss gleichgesetzt ist, dann gehören Sie nicht in die Entgeltgruppe, wo Sie jetzt eingruppiert sind. Das muss der nächste Schritt sein, meine Damen und Herren. Dankeschön. Für die FDP-Fraktion hat jetzt der Kollege Svider das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser zusammengemixte Titel hat trotzdem nicht geholfen, Ihren Dissens zu übertünchen. Tut mir leid, meine Damen und Herren von Rot-Rot-Grün, das ist Ihnen nicht geglückt, einen merkwürdigen Titel herzustellen, der tatsächlich nur einen künstlichen Zusammenhang zu diesen beiden Themen. Brauchen Sie nicht, wissen wir. Das war ein Thema mit einer Lösung, die wir vorschlagen. Sie haben hier verschiedene Dinge zusammengebracht, die überhaupt nicht zusammengehören. Es ist ein künstlicher Zusammenhang. Das ist ein künstlicher Zusammenhang, den Sie herstellen zu einem fragwürdigen Feiertag, wo Sie nicht wissen, was Sie an diesem komischen Feiertag machen sollen. Nun reden wir aber mal über Tarifverhandlungen, denn wir haben das Thema getrennt, so wie Sie dann offensichtlich auch. Denn das sind nur mal zunächst mal zwei getrennte Paar Schuhe. Tarifverhandlungen müssen sich am Bedarf orientieren, um eine funktionierende Stadt zu halten bzw. in Berlin herzustellen. Das ist das Wichtige. Und das mit den verfügbaren Mitteln. Gleichstellungsziele sind woanders zu erreichen. Denn Tarifverträge sind geschlechtsneutral, sie gelten für alle Beschäftigten und die Folgen von Tarifabschlüssen gelten auch und sind auch von allen anderen zu tragen. Und auch von Männern genauso wie Frauen. Zwischenfrage von Herrn Schneider? Ja. Immer doch. Dann halt mal. Bitte schön, Herr Kollege Schneider. Also, Herr Kollege Svider, haben Sie Verständnis dafür, dass wir dieser sehr einseitigen Ausrichtung, nämlich Tarifverträge hätten sich am Bedarf der Arbeitgeberseite zu orientieren, eher nicht beitreten, sondern meinen, Tarifverträge müssen sich auch am Bedarf der Menschenwürde und guter Arbeit und gerechter Entlohnung und gleicher Entlohnung für Frau und Mann orientieren? Ich glaube, das Verständnis habe ich genauso wie der Finanzsenator Herr Kollatz. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Aber letztendlich geht es darum, knappe Mittel, wir haben immer eine Belastung, wurde hier aufgerufen, von 2,3 Milliarden, so zu verteilen, dass es für diese Stadt beiträgt, für eine funktionierende Stadt. Und wir haben bei den Tarifverträgen, ist mir nicht bekannt, dass Frauen und Männer in den Entgeltgruppen ungleich behandelt werden. Insofern ist das ein Thema, deswegen mussten Sie es genauso trennen wie alle anderen Redner, müssen Sie diese beiden Themen nun mal trennen. Im Übrigen, wenn wir über diese, das gehört auch noch zur Antwort, wenn wir nun verschiedene Beschäftigungsgruppen haben und sagen, wir haben was für Frauen besonders getan, weil wir für Erzieherinnen, wo überwiegend Frauen beschäftigt sind in Erziehungsberufen, besonders viel draufgelegt haben, müsste es doch eigentlich das Ziel sein, das ist, glaube ich, dem Herrn Düsseldorf sogar ein Anliegen gewesen, wenn ich ihn richtig verstanden habe, letztendlich, langfristig müsste man doch anstreben, dass mehr Frauen in Männerberufen tätig sind und umgekehrt mehr Männer in Frauenberufen. Das wäre doch eigentlich dann anzustreben. Das ist ein langfristiges Ziel, aber letztendlich wird das im Tarifvertrag so stehen, das war auch bei den Verhandlungen, die wir dann hatten, kann man das dort nicht unterbringen. Wir begrüßen jedenfalls den Tarifabschluss im Grundsatz. Die bessere Einstufung für Erzieherinnen und Pflegekräfte ist richtig. Wir haben einen wesentlichen Mangel bei diesem Tarifvertrag, den bedauere ich außerordentlich, dass für die Mangelberufe IT-Experten, Ingenieure, auch Ärzte nicht genug getan wurde. Das hat auch der Vorsitzende des DDB Silberbach einräumen müssen. Und insofern bleibt die Gewinnung von Experten, die für diese funktionierende Stadt unerlässlich sind, weiter eine Herausforderung. Ich würde sagen, bei dem Ergebnis auch weiter ein Hemmschuh. Die Übertragung auf das Beamtenrecht steht noch aus. Die Hausaufgaben hat Kollege Goyni schon erwähnt, insbesondere ein Gleichlauf der Anpassungstermine herzustellen. Es wird darüber hinaus, und das haben wir schon in der letzten Runde auch schon mal besprochen, auch noch weitere Schritte unternommen werden müssen, um die Attraktivität für die Beamten zu erhöhen. Insofern kann man sagen, mit dem Abschluss wurde ein wichtiger Schritt getan. Ohne Zweifel, es wurde auch Planungssicherheit geschaffen durch die lange Laufzeit, das begrüße ich auch. Aber wichtige Chancen für Verbesserungen in Mangelberufen wurden leider nicht
genutzt. Insofern bleibt die Hausaufgaben, die Hauptarbeit in der Umsetzung und Übertragung des Tarifabschlusses auf Beamte noch vor uns. Da haben wir noch einiges zu tun. Herzlichen Dank. So, nun spricht für den Senat Herr Senator Dr. Kollatz. Bitte schön, Herr Senator. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, Internationaler Frauentag als neuer Feiertag, Tarifabschlüsse, Gleichstellung, Pflegeberufe, Erziehungsberufe, haben Sie vielen Dank für diesen fulminanten Themenkomplex. Nachdem eine kurze Übersicht ergeben hatte, dass mindestens 5 Ressorts betroffen sind, hat mich der regierende Bürgermeister gebeten, hier für den Senat zu sprechen, was ich gerne versuche. Berlin ist eine Stadt des Wandels. Und der Senat hat sich zur Aufgabe gemacht, diesen Wandel und damit einhergehend das wichtigste Thema in diesem Wandel für Berlin ist, die Chancen der wachsenden Stadt zu nutzen und die Herausforderungen des Wandels eben in eine Metropole, eine lebenswerte und eine weltoffene Metropole und eine Metropole für alle zu überführen. Wie die Halbzeitbilanz von Rot-Rot-Grün unter dem regierenden Bürgermeister Michael Müller zeigt, übrigens erfolgreich. Das Wachstum der Stadt fordert uns. Unter der Überschrift Investieren und Konsolidieren haben wir die Strukturen neu aufgestellt und wir haben schnell an Fahrt aufgenommen und sehen da nun deutliche Erfolge. Medial sind das dann immer die Themen, über die nicht mehr gesprochen wird und auch übrigens interessanterweise ja heute von der Opposition nicht gesprochen wird. Vergeblich gesuchte Schlangen in den Bürgerämtern, eine Grundsteinlegung nach der anderen, die stattfindet im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive. Der 7. positive Abschluss in Folge, oh wie langweilig für die Opposition, den das Land Berlin erzielt. Modularer Wohnraum für Geflüchtete statt Turnhallen und Notunterkünfte. Mein Fazit ist, wichtige Probleme wurden angegangen, deutliche Fortschritte sind sichtbar und das Jahrzehnt der Investitionen nimmt Fahrt auf. 2018 sind 50% mehr Investitionen umgesetzt worden als 2014. Das scheint hier einigen nicht zu gefallen, deswegen erwähnt man es nicht, aber es ist einfach so. Das heißt also, dieser Senat gestaltet das Wachstum und begegnet den gesellschaftlichen Herausforderungen auf unterschiedlichen Ebenen. Und so ist es kein Zufall, dass Berlin als Stadt, als Stadtstaat, als erstes Land, als Bundesland den Internationalen Frauentag zu einem Feiertag erklärt hat. Dieser Tag entstand im Kampf für Gleichberechtigung und Frauenwahlrecht, das in Deutschland übrigens 1918 von der Regierung Friedrich Ebert umgesetzt wurde und von keiner sonst, weil die vorherigen Regierungen im Kaiserreich ja genau das nicht gewollt haben. Das heißt also, dieser Tag soll deswegen auch zukünftig dazu dienen, nach wie vor bestehende Ungerechtigkeiten und Missstände anzupacken. Und dazu gehören auch eben solche Themen, wie dass es im Durchschnitt, da mögen die Statistiken unterschiedlich sein, aber es sind eben nicht nur kleine Beträge, dass eben im Durchschnitt es niedrigere Bezahlungen von Frauen in der Berufstätigkeit gibt. Und das wird und muss auch in Zukunft ein Thema bleiben. Und das wird auch eine Gerechtigkeitsfrage bleiben, die uns noch lange Zeit beschäftigen wird und an der wir aber arbeiten müssen, die wir nicht wegreden können, sondern an der wir arbeiten müssen. Im Übrigen auch, finde ich zumindest ein bisschen im Rahmen von Tarifabschlüssen, auch gelegentlich bearbeiten und auch jetzt in der letzten Woche bearbeitet haben. In welchem Umfeld fanden also diese Tarifverhandlungen statt? Die Chancen- und Teilhabegerechtigkeit sind eben, das habe ich ja versucht darzustellen, die zentralen Aspekte in einer aufstrebenden und wachsenden Metropole. Und das lässt sich, und insofern hat Frau Jasper Winter da recht, das lässt sich auch bei solchen Themen wie Wohnungsneubau greifen, den die wachsende Stadt braucht und natürlich unbedingt braucht. Und da muss die Verwaltung auf allen Ebenen mehr Motor und weniger Moderator sein. Dazu gehören aber dann noch Ausstattungsfragen von Verwaltungen, denen wir uns stellen und die wir versuchen umzusetzen. Bevölkerungswachstum prägt Berlin, die wachsende Stadt, das habe ich versucht zu sagen. Das prägt Berlin und in abgeschwächter Form übrigens auch insgesamt Deutschland. Und das war etwas, das in Deutschland vor vielen Jahren noch nicht im Bewusstsein war. 2012 waren noch alle regionalen Raumordnungspläne in Deutschland, einschließlich dem unseren hier, auf eher eine schrumpfende und stagnierende Bevölkerung ausgerechnet, mit einer Ausnahme, und das war Hamburg. Und das heißt, wenn wir diese Situation haben, müssen wir auch davon ausgehen, dass darauf Antworten gefunden werden müssen. Das prägt das Umfeld einer solchen Tarifverhandlung.
Das heißt, die Menschen sehen eine Zukunft in Städten und sie sehen auch eine Zukunft insbesondere in der Hauptstadt in Deutschland. Deshalb ziehen sie zu. Das zeigen im Übrigen auch steigende Geburtenraten in der Stadt. Manche versuchen ja ein Bild zu zeigen, dass die Leute immer nur abhauen wollen aus Berlin. Das ist doch gar nicht der Fall. Die Leute kommen nach Berlin, gründen hier Familien und bekommen Kinder. Es haben ja auch einige Rednerinnen und Redner darauf vorher hingewiesen. Die sinkende Arbeitslosigkeit lag im Winter, im Februar, unter 8%. Das ist ein historischer Etappenerfolg. Die Arbeitslosigkeit beträgt heute nur etwa noch ein Drittel des Maximalwerts, den wir in Berlin schon mal hatten. Und der Arbeitsmarkt hat gedreht. Geduld, Geduld, einen halben Satz müssen Sie noch da aushalten. Qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind heute vielfach gesucht, Herr Melzer, auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen. Und der Arbeitsmarkt ist eben dadurch geprägt, dass es einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften gibt und kein Überangebot mehr. Auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen, Herr Melzer. Und Herr Senator, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Buchholz von der AfD-Fraktion zulassen wollen. Nein, danke. Nein. Der Arbeitsmarkt hängt eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung im Land zusammen. Und auch für das laufende Jahr liegen die Risiken für die Konjunktur eindeutig im außenwirtschaftlichen Bereich. Brexit, Handelskonflikte, Wachstum, Abschwächungen in USA und China. Die Binnenwirtschaft wird aber deswegen eine deutlichere Verantwortung tragen müssen. Und da spielen eben die privaten und staatlichen Konsumausgaben, Frau Brinker hat recht, das sind die Konsumausgaben auch des Staates, die wirken dabei als Stützen der konjunkturellen Entwicklung. Wenn wir also eine Abschwunggefahr sehen, gilt es, die Binnenkonjunktur zu stärken. Dabei spielen mehr Investitionen die Schlüsselrolle. Dabei spielen mehr Arbeitsplätze die zweite Rolle. Aber auch gute Arbeit spielt eine dritte Rolle und eine wichtige Rolle. Gleichzeitig muss sich dabei der öffentliche Dienst auf dem Arbeitsmarkt behaupten, und das tut er bislang. In Berlin gab es im vergangenen Jahr 33.000 Bewerbungen auf rund 2.500 Ausbildungsplätze. Jenseits der eigenen Ausbildung stellt das Land Berlin neuerdings jährlich zwischen 8.000 und 10.000 Menschen ja ein, wenn man das alles zusammenzählt, auch mit den einen oder anderen noch der uns angeschlossenen Betriebe. Dafür brauchen wir Hochschulabsolventen, dafür brauchen wir auch Leute vom Arbeitsmarkt und wir brauchen dafür einen attraktiven Landesdienst. Finanzielle Anreize sind dafür eins von mehreren wichtigen Themen. Klar ist aber auch, und das muss auch allen klar sein, muss man auch heute sagen, einen Bezahlwettbewerb können die Bundesländer dabei nicht gewinnen. Zum einen haben sie mehr als doppelt so viel Angestellte und Beamten wie Bund und Kommunen zusammen. Und vielmehr geht das aber auch im Verhältnis zur Privatwirtschaft nur, wenn die Stärken des öffentlichen Dienstes ausgespielt werden. Und da gehört eben eine beispiellose Arbeitsplatzsicherheit dazu. Aber wir brauchen auch schnelle Einstellungsverfahren, gute Entwicklungsmöglichkeiten, lebenslanges Lernen. Wir brauchen passgenaue Teilzeitarbeit, interessante Aufgaben und ein Arbeitsumfeld, das sich für die Solidargemeinschaft stark macht, denn darin wollen viele arbeiten. Also eine ausgewogene und faire Vergütungsstruktur ist wichtig, um sich als Arbeitgeber zu behaupten. Und gleichzeitig müssen aber die Länder auch sagen, dass sie ja mehr als ein Thema bewältigen müssen, nämlich das Thema etwas für die jetzt anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tun, sondern wir brauchen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir wollen aufstocken. Wir müssen den Investitionsrückstand und neue Investitionen für die wachsende Stadt gestalten. Und wir müssen auch gerade in guten Zeiten ein Stück weit den Schuldenberg zurückzuführen. Das gilt für alle Länder und das gilt für Berlin auch insbesondere. Und mit einem Tarifabschluss und mit dem Tarifabschluss, den wir am Wochenende hinbekommen haben, nach mehrtägigen Verhandlungen, es war ja insgesamt auch ein Verhandlungsmarathon, leisten wir einen Beitrag zur ökonomischen Stabilität im Land und zur Stärkung der Binnenkonjunktur. Die Tarifgemeinschaft der deutschen Länder hat für 15 Länder unter meinem Vorsitz mit den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes einen Tarifvertrag für 33 Monate ausgehandelt. Die Tarifverträge der letzten Jahre hatten allenfalls eine Länge von bis zu 2 Jahren. Das heißt also, die Wünsche der Gewerkschaften, sie hatten ja einen Forderungskatalog von 10% für ein Jahr, 6% linear, 4% strukturell aufgestellt, die konnten, waren eben nicht umsetzbar und deswegen kamen sie auch nicht. Es ist gelungen, mit der langen Laufzeit 3 große Strukturthemen und eine lineare Lohnerhöhung abzusichern, die zu Reallohnsteigerungen führt.
Und dass gegenwärtig Reallohnsteigerungen vereinbart werden, ist wichtig und ist ein Schlüssel für den Erfolg eines Tarifvertrages, der den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch der gesamten Bevölkerung nutzt. Für die Tarifangestellten des Landes werden rückwirkend zum 01.01.19 die Gehälter um 3,01% erhöht, mindestens aber, und das ist wichtig, für die geringen Einkommen um 100 Euro. 2020 kommen dann nochmal 3,12% obendrauf, mindestens jedoch 90 Euro. 2021 geht es noch einmal für den verabredeten Zeitraum von 9 Monaten um 1,29% nach oben, dabei mindestens aber um 50 Euro. Im Ergebnis sind das 7,5% in der Tabelle auf knapp 3 Jahre. Das ist ein starkes Signal an die Beschäftigten des Landes Berlin und auch ein Signal dafür, dass wir die Rolle als verantwortungsvoller Arbeitgeber ernst nehmen. Deswegen ist aber noch eine weitere Maßnahme, über die wenig geredet worden ist, in den Tarifvertrag eingebaut. Die Einstiegsgehälter steigen in den nächsten 3 Jahren zusätzlich um noch mal 11%. Gerade bei den Einstiegsgehältern ist vielfach gesagt worden, dass die Konkurrenzfähigkeit des öffentlichen Dienstes zu verbessern ist. Und es findet jetzt auch statt. In den Verhandlungen konnten viele strukturelle Verbesserungen erzielt werden. So zahlt Berlin in den sozialen Erziehungsstufen künftig vergleichbar mit dem TVÖD-Tarif, zum Beispiel in den umliegenden Kommunen in Brandenburg. Und das ist der Leuchtturm des Tarifabschlusses insgesamt, dass der Kompromiss, der erreicht werden konnte beim Sozial- und Erziehungsdienst. 40% von dem, was der ganze bundesweite Tarifabschluss in diesem Thema ausmacht, findet in Berlin statt. Und Berlin hat normalerweise sonst immer 5% Anteil an dem, was es am Bundesergebnis gibt. Eine bessere Eingruppierung wird es für den Rettungsdienst und der IT geben. Im Pflegebereich wird deutlich mehr in den TDL-Krankenhäusern bezahlt und die Pflegezulage auf 120 Euro erhöht. Wichtig ist, dass es eben nicht nur um Prozente geht, sondern auch um Sockelbeiträge. Und jeder, der mich als Person kennt, weiß, dass es eben mir immer ein besonderes Anliegen ist, dass es wichtig ist, dass bei den unteren Lohn- und Gehaltsgruppen dort etwas passiert. Und dadurch, dass eben keiner mit weniger als 240 Euro pro Monat aus den Tarifabschlüssen für die 33 Monate rausgeht, ist das auch gut gelungen. Es ist ein finanzieller Kraftakt für Berlin, es ist ein finanzieller Kraftakt für die anderen Bundesländer. Geld kann man nur einmal ausgeben, dazu komme ich dann in meiner Schlussbemerkung. 15 Länder sind nicht nur Berlin allein, aber die TDL hat den Tarifabschluss mit klarer Mehrheit getragen, nämlich mit Mehrheit von über 2/3. Die Übertragung des Tarifabschlusses für Beamtinnen und Beamte steht an und wird, wir werden dazu einen Vorschlag wahrscheinlich im Mai machen, weil nämlich bis Mitte, Ende April die Erklärungsfrist der Gewerkschaften zum Tarifabschluss ist. Wir werden dort einen Vorschlag im Senat unterbreiten und wir werden dabei dem folgen, was der Senat ja schon beschlossen hat, dass es eben obendrauf auf die Vereinbarung der Tarifverträge, dass es obendrauf 1,1% geben soll und dass die Beamten die Erhöhungen erhalten zum 1.4. in 19, zum 1.2. in 20 und zum 1.1. in 21. Und das wird dazu führen, dass von der Dimension her zu dem, was wir bei den Angestellten haben, bei den Beamten, nochmal das und auch etwas mehr dazukommt. Und es wird noch eine zweite Anpassung geben, nämlich das Thema, dass wir das für Sozial- und Erziehungsdienst, dass das insbesondere übertragen werden muss, auch für die freien Träger und auch übertragen werden soll. Auch das wird nochmal ein wesentlicher Kostenblock für das Land Berlin bedeuten, weil wir ja, wie Sie alle wissen, gerade dort im sozialen Erziehungsdienst viel mit freien Trägern zusammenarbeiten. Deswegen rechnen wir tatsächlich damit, dass wir, wenn wir diese beiden Übertragungsschritte mitmachen, dass wir einen Kostenblock haben bis Ende 2021 in der Dimension von 2,3 Milliarden, die das Land zusätzlich aufwenden wird. Und da will ich aber noch mal dazu sagen, wenn in einer Presseerklärung meines Hauses drinsteht, dass man auch manchmal meint, dass das Aufwenden von Geld für Personal, dass das auch eine gute Investition in die Zukunft des Landes ist, dann nehmen Sie das doch bitte nicht für krumm. Verkehrt ist es nicht. Und wir haben diesen Tarifabschluss nicht gemacht, weil es Gruppen sind, in denen viele Frauen sind. Aber es ist gut, dass es Gruppen sind, in denen viele Frauen drin sind. Im Sozial- und Erziehungsdienst sind deutschlandweit über 70% Frauenanteil, in der Hauptstadtregion sind es über 80%. Bei den Pflegekräften sind deutschlandweit liegt der Frauenanteil bei 80%, in der Hauptstadtregion liegt er bei 77%.
Dadurch werden Berufsfelder aufgewertet, in denen viele Frauen arbeiten. Das ist etwas Gutes. Das ist nichts Schlechtes. Und insgesamt ist damit für eine strukturelle Weichenstellung für die wachsende Stadt gegangen worden. Und es ist, glaube ich, gelungen, auch wenn ich sicherlich ein paar graue Haare mehr habe nach den Verhandlungen. Und Sie sehen, die Stimme ist noch immer nicht voll da. Es ist, glaube ich, der Anstrengung wert gewesen. Es ist ein guter Tag für die Beschäftigten in Berlin gewesen. Es ist ein gutes Ergebnis für die Bevölkerung und auch ein gutes Ergebnis für die Politik in Berlin. Danke. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Die Aktuelle Stunde hat damit ihre Erledigung gefunden.